Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder mal ein Unboxing für euch bzw. Unbagging von der Firma DIY Digital Art. Genaueres gibt's nach dem Intro. Bis gleich! Ich habe dann wieder mal die tolle Gelegenheit von der Firma DIY Digital Art mir was auszusuchen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich alles ausgewählt habe. Tun wir mal erstmal hier alles raus. Wir haben drei Bilder und einen Stift. Alle schwärmen von diesen Acrylstiften und ich habe gedacht, muss ich auch mal ausprobieren. Wie ihr seht, da sind mehrere Mehrfachsätze dabei. Das ist ein Dreifachsetzer, Sechsfachsetzer, 9-Fachsetzer und noch ein Schieber. Da bin ich echt gespannt, wie man mit dem painten kann. Soll angeblich richtig gut sein. So, jetzt fangen wir mal mit dem kleinen Bild an, was ich mir hier ausgesucht habe. Das hier auch fertig. So, das müsste gehen. Alles super verpackt. Noch mehr Plastik, noch mehr Plastik. Wie komme ich da rein? Also, das ist wirklich was richtig Kleines. Wir haben hier kleine Schmetterling. Das ist 25x25. Wir haben 7 Farben. Die EMC-Nummern werden nicht angezeigt. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben hier, was habe ich hier bestellt? Hundesteinchen. Also hier haben wir lauter rosa Töne. Sieht mir das so gar nicht so richtig. Mache ich mal hier auf. Da es nicht so viele Farben sind. So schöne rosa Töne, weiß. Die runden Steinchen schauen auch alles sehr gleichmäßig aus. Schon mal sehr gut. Und ein ganz einfaches Toolkit haben wir dabei. So, das nächste Bild. Genau, das ist ein 40x50 Bild, was ich mir ausgesucht habe. Was da abgeht. Und das ist ein Löwe. Richtig, richtig schick. Wir haben hier 20 Farben. Wir haben sogar die DMC-Nummern. Wie ihr seht, der Druck ist sehr schön. Das habe ich jetzt beim anderen Bild vergessen zu zeigen, aber schaut auch sehr schön aus. Sehr klar, sehr deutlich. Schauen wir mal, wie die Klebkraft ist. Wie ihr hört, sehr klebrig. Wir haben ein einfaches Toolkit. Stift, Wachs und Boot. Und bei diesem Bild haben wir eckige Steinchen. Jetzt machen wir das mal hier auf. Tut mir leid, dass es jetzt so knistert. Hoppala. So, wir haben hier so schöne Gelbtöne. Schauen wir mal, ob das jetzt Acryl- oder Hartsteine sind. Aber vereinzelte Steine haben eine leichte Delle drin, also haben wir hier Hartsteine. Aber die schauen sehr gut aus, auch sehr gleichmäßig. Extrem viel, ja, braun. Gelbliche Töne. Schaut richtig, richtig schön aus, die Farben. Und bei der Größe wird es sehr gut rauskommen. Der Löwe hier. So, jetzt tun wir den auch weg. Zeige ich euch das letzte Bild, was ich mir ausgesucht habe. Das ist jetzt ein bisschen größer.
eine Schere in die Hand. Meine, jetzt brauchen wir die Schere. Wo habe ich meine Schere hin? So. Vorsichtig hier aufschneiden. Will nicht raus. Da ist irgendwie so Klebe weg. Wahrscheinlich vom Flüssigkleber, aber das ist nicht so gut. So, wir haben ein Bild. Hier muss ich jetzt mit 22 Farben. Wir haben auch die DMC-Nummern und das ist dieses hier. Den flammenden Phönix, wie die das betiteln. Wir haben hier zwei Toolkit. Wir haben hier 50x70 und schön vorher schon. Schauen auch hier die Klebkraft um. Fühlt sich genauso gut an wie beim anderen. Der Druck ist auch richtig gut. Alles sehr deutlich zu erkennen. Viele Buchstaben. Auch auf der anderen Seite. Sieht man jetzt, wir haben oben und unten eine Legende und hier haben wir bloß laute Zahlen. Ne, wir haben bloß Buchstaben. Wir haben nur Buchstaben. Sehr schön mit 22 Farben. Schauen wir auch hier mal die Steine an. Die werden jetzt nicht auspacken, aber die schauen auch alle sehr gleichmäßig aus von der Größe her. Sehr schön. Viele Rottöne. Also das Bild ist 50x70. Mega schick. Die ganzen Links zu den Bildern werde ich unten in der Beschreibung reintun. Dann könnt ihr selber mal bei der auf der Seite mal durchstöbern. Die haben sehr viel Diamond Painting Bilder. Malen nach Zahlen, Sticken, Wachsstempeln und vieles mehr. Da müsst ihr mal reinschauen. Dann bedanke ich mich bei der Firma DIY Digital Art für diese tolle Bilder, dass ich die Gelegenheit hatte, nochmal was aussuchen zu dürfen. Diesmal werde ich keine Paintprobe machen, aber ich werde euch mal ein fertiges Bild zeigen. Dieses hier, das habe ich letztes Mal unboxed. Dieses mit Schmetterlinge und Blumen, das glänzt, das ist total bombastisch. Von der Größe her, es kommt besser rüber jetzt wie in echt. Also es könnte ein bisschen größer sein, aber es schaut trotzdem wunderschön aus. Die Steine waren auch sehr gut, waren sehr gleichmäßig von der Größe her. Also konnte man super mit dem Mehrfachsetzer arbeiten. Hat richtig viel Spaß gemacht. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal und ciao!